Ja, die ganz große Liebe. In letzter Zeit hat man fast schon den Glauben daran verloren, zumindest was die Promi-Welt angeht. Doch diese beiden hier, Vivi Bach und Dietmar Schönherr, verband sie, die große Liebe eben. Fast ein halbes Jahrhundert war sie die Frau an seiner Seite, auch beruflich. Bis zur letzten Minute wich der Schauspieler nicht von ihr. Sie, Vivi Bach, musste immer wieder mit gesundheitlichen Problemen kämpfen. Doch jetzt musste sich Dietmar Schönherr von seiner Frau verabschieden, für immer. Ich komm aus Kopenhagen, dort ist es wunderschön. Doch ich wollte die Welt auch einmal ohne Schnörrebröt sehen. Sie ist gerade Anfang 20, sie ist hübsch und sie kann als Dänin das deutsche S nicht richtig sprechen. Anfang der 60er Jahre kommt Vivi Bach mit dieser Mischung bestens an beim deutschen Kinopublikum. Wenigstens einen Funken Anstand haben Sie noch. Ja, ich bin selbst überrascht. Ich hatte dann meine Schauspielschule fertig gemacht und spielte Theater in Kopenhagen. Und da kamen Leute von der Konstantin Film hinauf und sahen mich auf der Bühne und hat mich eingeladen, nach Deutschland zu gehen, Probeaufnahme zu machen. Und das habe ich dann gemacht. 10 Jahre später schaut sie selbst kritisch auf ihre Anfangsjahre in Deutschland zurück. Ich ging immer irgendwie jodeln durch Niederbayern oder Oberbayern oder Österreich und war sehr fröhlich jahrelang. Bei Dreharbeiten zu einem dieser eher seichten Filme läuft sie dem 13 Jahre älteren Kollegen Dietmar Schönherr über den Weg. Einen Weg, den sie von da an gemeinsam gehen werden. Vivi Bach und Dietmar Schönherr werden 47 Jahre lang verheiratet sein. Wir haben uns angeguckt und am nächsten Tag waren wir schon ein Paar. Vor allem hatte das Fernsehen ein neues Traumpaar. Mit Wünsch dir was schrieben beide Anfang der 70er Fernsehgeschichte. Vivi, Dietmar und Wünsch dir was. Denn sie überschreiten als erste Grenzen. Kandidaten müssen lebensgefährliche Prüfungen bestehen. Andere gewagte Auftritte bringen eher die Zuschauer an den Rand einer Ohnmacht. Komm mal her, ich kann's auch mitsingen. Ha? Willst du auch mitsingen? La la la, la la la. Na, sing mal. Das war brav. Genug. Während ihr Mann weiter am Theater arbeitet, zieht sich Vivi Bach bald aus der Öffentlichkeit zurück. Sie lebt mit ihrem Mann zurückgezogen, zuerst in Österreich, dann in der Schweiz. Malen ist ihre Leidenschaft. Sie bleibt es auch später, als das Paar auf Ibiza eine warme, freundliche Bleibe findet. Hier in der Finca soll Vivi Bach gestern friedlich eingeschlafen und nach einem Kreislaufstillstand nicht mehr aufgewacht sein. So ähnlich, wie es sich ihr Mann vor Jahren erhofft hatte. Was ich mir wünsche, ist, mit meiner Frau zusammen zu bleiben, gesund zu bleiben und ohne große Qualen sterben zu können.